Guten Morgen. Das schon an? Guten Morgen, liebe Fahrrad- und Naturfreunde. Der Tag beginnt mit einem guten Frühstück. So, nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video unserer dritten Episode der Rheinrad-Tour von Kleve nach Hoek van Holland. Wir haben eben hier bei Bäckerbad ein leckeres Frühstück eingenommen und starten jetzt in den Tag zu unserer dritten Etappe. Viel Spaß dabei! Mal eben anhalten. Und wir sind wieder am Wasser. Unsere Fähre wartet schon. Wir haben heute circa 5 Fähren, womit wir fahren werden. Ich hoffe, es klappt alles so wie gewünscht. So, wir stehen jetzt auf der Fähre hier von Gorinchem nach Woudrichem. Das hat gut geklappt. Wir haben 5 Minuten gewartet und die Fähre legt schon los. Klasse, wenn das so weitergeht, macht das richtig Spaß. Gut, okay, bis später. Uhr angekommen in Woudrichem. Das war eine richtig lange Fährüberfahrt. Wir sind bestimmt eine Viertelstunde rumgedüst hier bis Woudrichem. Hat aber gut geklappt soweit. Wir fahren jetzt weiter Richtung Naturschutzgebiet Biesenbosch. So viele alte Segelboote auf einem Haufen habe ich auch noch nie gesehen. Nee, ganz toll. Fein. Und da kommen noch mehr. Und auch ein paar neue dabei. Gleich ein anderes Bild mit blauem Himmel und weniger Sturm, ne? Ja. Klasse hier. Kann man sich kaum satt sehen da. Ja, die Tour heute scheint sehr vielversprechend. Wir haben erstmal 5 Fähren, haben wir schon erzählt. Eine davon ist schon gelaufen. Dann sehen wir sehr viel Wasser, fahren durch ein riesiges Naturschutzgebiet. Wir lassen uns mal überraschen. Im Moment sind wir hier in Woudrichem auf dem Deich und fahren hier ein Stückchen entlang. Da drüben auf der anderen Seite des Rheins ist nochmal Gorinchem zu sehen, dort wo wir übernachtet haben. War ein ganz tolles
altes Städtchen. Nur das Hotel, wo wir übernachtet haben, das war jetzt nicht ganz so unser Ding. Ja, das war Hotel Campanile. Aber das können wir erstmal so nicht weiter empfehlen. Preis-Leistungs-Verhältnis hat absolut nicht gepasst. Gestern ging unsere Tour ja fast über 90 Kilometer. Am Ende hatten wir sogar 95 Kilometer auf dem Tacho mit Verfahren, mit Gaststätten suchen etc. Und wir hatten den ganzen Tag Sturm und auch ein bisschen Regen dabei. So, heute startet der Tag mit Sonne. Ist doch schon ein ganz anderes Gefühl hier in der Sonne zu fahren. Wir haben auch ein bisschen Wind dabei, aber das tritt dann doch in den Hintergrund. Ein Hafen jagt den anderen hier in der Gegend, ne? Ja. Schön, schön zu sehen. Ja, wir lieben ja beide das Wasser und die See und die Schiffe. Von daher passt das hier gut in der Gegend, ne? Ja. Dann mit dem Wetterchen. Bitte? Und dann mit dem Wetterchen. Und wieder am Wasser angekommen. Bei mir auf der Karte steht Bovenmeewede. Wir fahren hier gerade jetzt aus Werkendamm wieder raus. Und das heißt für uns, die nächsten 20 Kilometer geht's durch die Pampa. Wir haben jetzt vorläufig kein Städtchen mehr zu erwarten. Also muss der dritte Kaffee warten, ja? Ja, das schaffen wir. 20 Kilometer ist ja nichts. Ja, die Anzahl der Windmühlen steigt stetig, je weiter wir nach Westen kommen. Einmal über die Bundesstraße. So, der Wind hat auch wieder zugenommen. Die trügerische Windstille am Morgen hat nicht lang gehalten. Hier vor uns liegt eins der zahlreichen Fort. Hier in der Gegend. Das hier ist vor Buckerskill. Terrasse geschlossen, Anne. Kein Kaffee. Oha,
ziemlich genau 10 Uhr, 20 Kilometer haben wir weg. Die zweite Fähre wartet gleich schon auf uns und wir sind hier gerade angekommen am Naturschutzgebiet Wiesbosch. So, hier müssen wir mal kurz einen Zwischenstopp einlegen. Riesige Mondfelder hier. Klasse, habe ich noch nie gesehen in der Form. Viele schon verblüht, aber sieht großartig aus. Fein. Schöne Kontraste hier. Ja. Da oben gibt es einen schönen Deich und dahinter ist direkt eine kleine Wasserstraße. Ich hoffe, wir dürfen oben über den Deich und nicht unten rum. Ah, da lugt schon eine Spitze von einem Schiff hinterm Deich hervor. Ja, fein, wir fahren über den Teich. Das ist der kleine Bro. Ja, und dieser Ausblick erwartet uns hier oben auf dem Teich. Fein. Da drüben hinten, da liegt so ein kleines Hausbötchen. Da kommen wir gleich vorbei. Hier rechts ist nochmal unser Mondfeld. Da hinten an dem Strommast. Da haben wir gestanden vorhin. Traumhaft, oder? Schön. Kann ich richtig satt sehen. Herrlich. Da weiß man erstmal, warum man solche Touren unternimmt. Ne? So viel zu gucken. Wir müssen irgendwie über den Fluss da drüben. Ich weiß nur noch nicht wie. Eine Brücke sehe ich nicht. Ich sehe wohl ein kleines Bötchen. Wurde mir aber nicht als Fähre angezeigt hier, aber scheint doch so zu sein, ne? Da hinten ist ein kleiner Steg, ne? An der Hütte. Ja, jetzt haben wir es gesichtet. Da steht Puntje irgendwas, ne? Puntje. Puntje. Puntje weiß. Puntje Stör. Stör. Vielleicht irgendwie so eine Seilzugfähre, aber ich bin mir nicht sicher. Nee. Nur eine kleine. Da müssen wir jedenfalls rüber. Richtig schöne, schnucklige Fähre. Ne? Ja.
Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. So, bedankt. Ja, schön. Tot ziens. Ich hoffe, wir kriegen den zweiten oder dritten Kaffee jetzt doch eher als erwartet. Ja, gut, dass du das gesehen hast hier, ne? Mhm. Sonst hätten wir bestimmt noch eineinhalb Stunden warten müssen. Ich hab vor der Fähre war auch so ein kleines Ding irgendwie. Ja, weiter rechts, ne? Da irgendwo, oder? Oder weiter. Da, wo wir quasi auf die Fähre zugefahren sind, musst du schon ein bisschen weiter und dann links. Hier sehen wir mal ein lila blühendes Kartoffelfeld. Bei uns blühen die alle weiß, ne? Genau, ja. Schön, sieht gut aus. Die Fahrradwege hier, die sind ja wirklich 1A, ne? Wir haben noch nicht viel Schotter gehabt oder so, ne? Nee, fast also gar nicht. Fast nur asphaltiert, ja, hier, ne? Ja. Schon mal so ein bisschen Split oder so, aber auch im Wald, ne? Klasse. Überall Asphalt, richtig gut. Ja, das Feuchtgebiet hier links gehört auch noch zum Naturreservat der Biesbosch. Ein riesengroßes Naturreservat, hunderte von Quadratkilometern groß. Hier links geht es jetzt erstmal über die Brücke. Hier haben wir rund ums Getreidefeld wieder einen sehr schönen Blühstreifen. Ja, wer Interesse hier an diesem riesigen Naturpark hat, dem verlinke ich unten mal weitere Infos und natürlich auch die Tour auf Komoot. Also wir haben uns eben mal überlegt, da sind wir uns einig, in Dordrecht und spätestens dort brauchen wir beide mal einen richtig leckeren Eisbecher. Da sind noch so um die 15 Kilometer.
Dordrecht ist eine große Stadt, da sind wir recht zuversichtlich, dass wir da sowas bekommen. Und schon wieder eine Fahrradbrücke hier über ein Flüsschen. Hier ist die Aussicht hier schon mal gewaltig. Wasser, 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 herrlich. Es müsste nur noch die Sonne scheinen. Da drüben sind wir hergekommen, über diese Brücke. So, wir genießen noch mal eben kurz die Aussicht hier auf der Plattform. Und dann geht es für uns weiter Richtung Eisbecher, Dordrecht. Da drüben hinter dem kleinen Deich müsste eigentlich unsere nächste Fähre warten. Keine Fähre, eine Brücke. Manchmal kann man es schlecht erkennen, ob es jetzt eine Brücke ist oder eine Fähre. Egal. Herrliche Natur. Und hier sind wir jetzt im Herzen, im Mittelpunkt des Naturschutzparks de Biesbosch. Unglaublich viele Ausflügler hier, die hier ihre Touren starten. So, in 2,5 Kilometer kommt jetzt die angesagte Fähre. Fair over the New Merwede heißt das hier in Holländisch. Und wieder perfektes Timing. Unsere Fähre kommt da drüben schon. Die dritte heute. Richtig? Ja. Thank you.
Und auf geht's weiter nach Dordrecht. Haben wir mal eine Herde schwarzer Schafe. Ist auch eigentlich ein seltener Anblick. Immer mal wieder Schafe, schwarze Schafe dazwischen, aber eine ganze Herde schwarz ist schon selten. Hier geht es jetzt schon seitlich an Dordrecht vorbei. Wir fahren noch 2-3 Kilometer rechts vorbei und dann biegen wir kurz ab in die Stadt rein und dann wollen wir mal gucken, ob wir da ein leckeres Eis essen können. Hier. Schön, ja. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt in Dordrecht, mitten am Marktplatz, haben unsere Eisdiele gefunden, genießen jetzt unseren leckeren Eisbecher und fahren dann weiter. In 2-3 Kilometern wartet schon unsere nächste Fähre auf uns. Bis gleich. Das klappt ja wie am Schnürchen. Die nächste Fähre wartet hier schon. Wir setzen jetzt über mit der Fähre von Dordrecht nach Papendrecht und dann haben wir noch rund 20 Kilometer bis zu unserem Hotel, was wir für heute Abend gebucht haben. Wir sind angekommen in Papendrecht. Mit der Fähre hat gut geklappt wieder mal. Jetzt haben wir noch eine Fähre in 4-5 Kilometern Entfernung, die fünfte dann. Und unser endgültiges Ziel ist Lekkerkerk. Dort haben wir ein Hotel gebucht. Inzwischen 14 Uhr, 57 Kilometer auf dem Tacho. Hier durchqueren wir erstmal ein paar Industriegebiete, bevor es wieder ein bisschen grüner wird. Ein unglaublich wasserreiches Gebiet hier, ne? Ja, boah. Überall. Also wer das liebt, so wie wir, der ist hier in Westholland total richtig. Passieren wir erstmal eine Fahrradbrücke hier über die Autobahn und über die Gleise.
Hier ist jetzt mal ein Stückchen Radeln an der Bundesstraße angesagt. Äußerst selten bisher auf dieser Tour. Zu 95% nur ruhige, autofreie Strecken. Ganz große Klasse hier. Der Rheinradweg in den Niederlanden. Langs de Molens nennt sich diese Strecke hier. Entlang der Mühlen auf Deutsch. Und da ist schon die erste und die zweite und die dritte drüben und da geradeaus. Das war bestimmt mal eine. Fein, Mühle von 1819. Hier links von uns fließt das Flüsschen Alblas, allerdings im Moment noch nicht zu sehen. Da sind noch ein paar Gärten dazwischen. Ich denke, gleich bekommen wir mal einen Blick darauf. Und hier nochmal eine Mühle. Fantastisch gelegene Häuschen hier mit eigenen Bötchen. Super. Jetzt kommen wir ran. Hier sind wir einmal ganz nah dran an der Alblas. Das war's dann aber auch schon. Wir verlassen die Alblas jetzt wieder in Richtung New Leckerberg. Hier ist jetzt nochmal ein Panoramablick auf die Alblas. Und genau hier unter der Brücke fließt der Nebenfluss New Watershap von der Alblas ab. Und dem folgen wir jetzt dort in diese Richtung. Ungewöhnlich kleine Mühle hier in Alblasser Damm. Hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Windmühlen von Kinderdijk. Da kommen wir morgen vorbei. Angekommen in New Leckerland.
fast wie Klein Venedig hier in New Leckerkerk, New Leckerland. So. Ha, guck mal, richtig schöne Anwesen hier, toll, traumhaft. Und hier sind wir auch nur durch Zufall, ne? Nur weil unser Hotel ja hier in der Nähe liegt. So, da hinterm Deich wartet unsere Fähre, oder auch nicht. Wir setzen jetzt über von New Leckerland nach Leckerkerk. Leckerkerk kann ich schon sehen. Da ist sie. Ja, diesmal haben wir nicht so ein Glück mit der Fähre. Die Fähre hat hier gerade abgelegt und dort drüben in Leckerland angelegt. Wir warten jetzt noch mal eben. Ich denke, ein Viertelstündchen, dann wird es wohl funktionieren. Ja, liebe Leute, wir halten jetzt hier mal die Schlussandacht am Hafen in Leckerkerk. Passend dazu gerade hier neben uns die Kirche. Wir wollen einfach nur Tschüss sagen für heute. Wir hatten eine richtig tolle dritte Etappe heute. Schönes Wetter. Top Wetter. Anfangs ein bisschen Wind, aber der hat sich nachher gelegt. Ja, alles gut. Ja. Supi. Wir haben ein Hotel hier unmittelbar in der Nähe und dort werden wir mal gemütlich essen und trinken und schlafen. Und morgen geht es mit der vierten Etappe weiter bis Hoek van Holland. Jo, das war's dann eigentlich, oder? Bis morgen. Gut, bis morgen. Tschüssi. Hier sind noch mal ein paar Eindrücke von Leckerkerk. Angekommen am Hotel Fletchers Restaurant de Wittebrück. Kleinen Blick in unser Zimmer. Bisschen alt, aber sehr sauber. Alles prima.